So viele Seiten musst du im Steuerberaterexamen schreiben, um die Prüfung zu bestehen. Mit dieser Frage hat mich kürzlich eine Kundin von uns konfrontiert, denn ein Arbeitskollege hätte zu ihr gesagt, du müsstest mindestens 60 Seiten schreiben, um das Examen zu bestehen. Mythos oder ist da doch etwas Wahres dran? Da wollen wir heute mal gemeinschaftlich einen Blick drauf werfen. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um die Frage, wie viele Seiten musst du denn eigentlich schreiben, um eine realistische Chance zu haben, das Examen zu bestehen. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Und natürlich musst du in den drei Klausuren bzw. an den drei Klausurtagen einiges zu Papier bringen, um diese Prüfung zu bestehen. Jetzt wollen wir aber mal drüber sprechen, ist der Indikator Seitenanzahl einer, wo man drauf schauen kann, wo man etwas draus ableiten kann, oder ist das doch eher ein Mythos, den man auch als solchen abstempeln kann? Erster Punkt, man muss extrem vorsichtig sein, wenn man Input von außen an sich ranlässt. Als Prüfling ist man häufig extrem verunsichert bzw. lässt sich sehr, sehr schnell verunsichern. Das ist sozusagen ein Nährboden. Deine eigene Wahrnehmung und alles, was an Input da drauf kommt, ist so sozusagen gedeiht da extrem schnell, weil man selber sich sehr, sehr stark verunsichern lässt. So wie eben auch in diesem geschilderten Szenario von der Kundin von uns, die eben von ihrem Arbeitskollegen einen gut gemeinten Tipp mit an die Hand gegeben bekommen hat, du musst mindestens 60 Seiten schreiben, sonst wird das ja eh nichts. Und deshalb musst du natürlich sorgsam sein, was du an Input an dich ranlässt. Was vielleicht selber nur gute Intention und denkst, alle wollen nur das Beste von dir. Ich unterstelle jetzt auch niemandem erstmal eine böse Absicht dahinter. Aber was muss man da festhalten? Es gibt nicht nur Leute, die einem wohlgesonnen sind und vielleicht gerade, wenn das ein Arbeitskollege ist, vielleicht auch so ein bisschen Ellbogengesellschaft, Konkurrenzkampf da ist und man sich selber vielleicht den einen oder anderen verunsichern möchte, warum auch immer, einfach nur mal in den Raum gestellt. Und ein anderer Punkt ist, die haben eine gute Intention, die wollen nur das Beste, aber haben selber gar keine Ahnung. Auch das nicht als persönliche Kritik verstehen, sondern man will ja anderen Menschen weiterhelfen. Aber nur weil man selber den Rückschuss gebildet hat wie hier, man müsse x an Seiten oder x Anzahl an Seiten quasi zu Papier bringen, damit das was wird. Mag sein, dass es die eigene Meinung ist, aber wenn du in solchen Situationen bist, frag gerne mal nach an die Person. Okay, habe ich verstanden, wie kommst du denn zu dieser Erkenntnis? Ja, ist meine eigene Erfahrung. Dann kann man das schon mal sozusagen ein Stück weit abstempeln oder in eine gewisse Ecke stellen, weil das ist sicherlich dann nicht wissenschaftlich, empirisch untersucht, dass das etwas Fundiertes ist. Aber wir wollen nicht zu sehr pauschalisieren, gehen wir auf die konkrete Aussage ein. 60 Seiten. Was war meine Rückantwort an der Stelle oder meine Rückfrage an die Kunden? Hast du schon mal eine Klausur geschrieben mit weniger Seiten? Ja, war die Antwort. Also sie sagte, sie schreibt häufig nur 35 Seiten. Und die einfache zweite Rückfrage ist, hast du schon mal eine solche Klausur, die du mit 30, 35 Seiten geschrieben hast, bestanden? Und die Antwort darauf war, ja, auch mit teilweise guten Noten. Sei es jetzt im Dreierbereich zum Beispiel. Ich sage jetzt nicht, dass das dann vom Ergebnis her aus Examen zu übertragen ist, aber isoliert auf diese Klausur. Hast du damit schon schwarz auf weiß falsifiziert für dich, dass diese Aussage generell gültig ist, sondern sie ist ungültig, sie ist falsch, de facto falsch, weil du selber dir ja schon bewiesen hast, dass du nicht 60 Seiten brauchst. Weil es kommt ja nicht darauf an, wie viele Seiten du schreibst. Wenn du zig von Seiten mit keinem oder vielleicht einem Punkt pro Seite abschließt, viel heiße Luft um nichts. Und so kann man solche Aussagen ganz simpel, ganz einfach falsifizieren. Und das
würde ich dir auch als Tipp generell mitgeben in der Examensvorbereitung, dass du mal kritisch lernst zu hinterfragen, Rückfragen zu stellen, wie kommst du da drauf? Und dann nochmal zu fragen, wenn er dann sagt dir als Antwort, Dozent hat mir gesagt, das braucht man. Okay, und wie kommt der Dozent da drauf? Was sind sozusagen die Hintergründe hinter einer Aussage? Dann bröckelt eine solche Überzeugung sehr, sehr schnell häufig. Aber darum soll es heute gar nicht so 100% gehen, sondern es ist eher Teil davon, wie viele Seiten braucht man denn jetzt eigentlich? Es sind super viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Das Papier. Jede Steuerberaterkammer, manche haben es auch identisch, aber theoretisch jede Steuerberaterkammer verwendet für ihre Prüflinge ein unterschiedliches Papier. Da gibt es linierte Varianten, dann gibt es karierte Varianten, dann gibt es langgezogene karierte Kästchen bei manchen Steuerberaterkammern. Du siehst schon, wenn du ganz anderes Papier hast als jemand anderes, der sozusagen die gleiche Klausur schreibt, hat man da schon ganz andere Bedingungen, wo man jetzt nicht sagen kann, die Anzahl der Seiten, wenn da hochkarierte, hoch- oder rechteckig langgezogene karierte Kästchen sind oder enge linierte Zeilen, machst du viele Absätze, machst du wenig Absätze, nimmst du für jede Teilaufgabe eine neue Seite und so viele Aspekte, die die Seitenzahlen beeinflussen, wo du für dich jetzt spätestens merken solltest, das ist ein sogenannter Bullshit-Indikator, wo du überhaupt nicht drauf schauen musst. Natürlich musst du ins Schreiben kommen, natürlich musst du ins Bearbeiten kommen, aber eine pauschale Zahl an Seiten, generell gültig, nicht abgestimmt auf deine Schriftgröße, auf deinen Absatzstil, auf dein Papier, ist doch wertlos und dementsprechend brauchst du da nicht drauf schauen. Ich denke, zu dieser Zahl ist alles gesagt. Mach dich da nicht verrückt, lass dich nicht verunsichern, egal von wem es ist. Schau drauf, möglichst logisch mit Menschenverstand, so wie wir das gerade getan haben, auf solche Mythen. Das können wir als solchen abstempeln. Du brauchst keine 60 Seiten. Ich selber habe auch weit weniger als 60 Seiten geschrieben in den jeweiligen Klausuren. Ich habe auch eine eher kleinere Schrift zum Beispiel. Geht dir vielleicht ähnlich. Vielleicht schreibst du auch 70 Seiten, weil du ganz viel schreibst, aber hast trotzdem Probleme, die entsprechenden Noten zu schreiben. Oder schreibst trotzdem gute Noten. Du siehst alles viel heiße Luft um nichts Zählbares oder Greifbares. Dementsprechend ist das mal wieder so ein schöner Punkt, wo man nicht alles glauben sollte, was man von außen gehört oder gesagt bekommt, hört. Und dementsprechend wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Prüfungsvorbereitung. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, wenn du auch permanent solchen Aussagen ausgeliefert bist und unter anderem eben auch da Klarheit brauchst für deinen weiteren Weg, stehen wir dir natürlich auch immer zur Verfügung. Wenn du insgesamt Unterstützung benötigst, dann melde dich gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH. Da findest du in 60 Minuten mit unserem Strategieexperten heraus, was sind die Baustellen, die du gerade hast in der Examensvorbereitung oder wenn du gerade erst beginnst oder in Zukunft beginnen solltest, was sind da die Punkte, die dir wichtig sind, die du entsprechend auch umsetzen solltest. Den Link dazu findest du unter dem Video. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist und ja, lass dich nicht runterziehen, nimm nicht alles für bare Münze und dann hast du schon mal bist du schon mal einen Schritt weiter dran am erfolgreichen Vorbereiten aufs Examen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.